Herzlich willkommen, liebe Waage, zu deiner Tarotkartenlegung für die 11. Kalenderwoche. Der Woche, die am 11. März beginnt und bis zum 17. März geht. Wir haben in dieser Woche zunehmenden Mond und das bedeutet im Allgemeinen, dass die Energien zunehmen werden, auch zunehmen werden wie der Mond und an Fahrt gewinnen. Liebe Waage, wir wollen uns in diesem Video ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal, was die Karten so sagen. Und hier sind gleich zwei Karten herausgekommen. Das kann schon mal passieren. Das ist manchmal so. Die Hauptlegung mache ich wie immer mit dem Crowley Deck. Und natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen. Und wir wollen uns zusammen ansehen, wie die Woche für Waage werden wird. Ich bin schon sehr gespannt. So, und wir brauchen jetzt nur noch eine Karte vom Mondorakel und können beginnen. Auch hier kommen jetzt zwei raus. Ja, interessant. Was haben wir hier? Wir können jetzt anfangen. Aber das ist ja sehr schön. Sehr schön. Ja, es ist Aufbruchsstimmung bei dir. Du bist in der Vorbereitung auf einen wichtigen Weg, auf einen wichtigen neuen Weg in dein Leben. Eine Reise könnte hier auch eine Rolle spielen, aber vor allem eine neue Lebensreise, ne? Ein neuer Weg in deinem Leben. Und du denkst noch im Moment viel darüber nach, ne? Im Moment bist du noch in der Vorbereitungsphase und bist am Überlegen, wohin du möchtest. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, ne? Dir genau nochmal zu überlegen, was dir eigentlich wichtig ist, ne? Was deine Prioritäten sind, was du erwartest und was du dir erhoffst. Ich sehe hier auf jeden Fall für dich, liebe Waage, dass du ein sehr gutes Urteilsvermögen diesbezüglich hast und irgendwie ja für dich persönlich im Gleichgewicht bist, in einer guten Balance. Und das ist natürlich eine sehr gute Voraussetzung, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, ne? Dass du trotz aller Nachdenklichkeit auch nicht zu sehr zweifelst, sondern doch hier eine gewisse Ausgewogenheit in deinen Gedanken hinbekommst, ne? Ja, dieser Wagen, dieser neue Weg in dein Leben scheint sehr vielversprechend zu werden, ne? Und sich dich sehr weit nach vorne zu bringen. Was du allerdings jetzt noch bezweifelst, also über den Erfolg dieser Angelegenheit, bist du unsicher, ne? Also bist du hier noch nicht ganz so zuversichtlich. Und ich würde dir empfehlen, deinen klaren Verstand, den du diese Woche haben wirst, dafür zu nutzen, um hier dich noch mit ein paar Wahrheiten auseinanderzusetzen. Es gibt ein paar Dinge um dich herum, die unklar sind. Und entweder wirst du hier absichtlich im Unklaren gelassen, ne? Entweder hast du es hier mit Lügen von anderen Menschen zu tun, oder es ist das eigentliche Problem, dass du Schwierigkeiten hast, selbst dir die Wahrheit einzugestehen. Es könnte sehr gut sein, dass du eine Angelegenheit in deinem Leben zu positiv oder zu negativ interpretierst, ne? Bewertest. Und dass dies ein Trugschluss ist und es hier sehr wichtig ist, sich einer Wahrheit zu stellen. Und eigentlich hast du die geistige Klarheit, um das gedanklich zu durchschauen, wenn du dafür bereit bist, ne? Also, es ist hier sehr, sehr wichtig, ehrlich mit sich selbst zu sein. Vorsicht ein wenig diese Woche vor Kaufverträgen oder Vereinbarungen, Kompromissen und Verträgen jeglicher Art, ne? Also hier nochmal alles doppelt checken, nochmal ganz genau hinterfragen, bevor man eine Entscheidung trifft. Gepaart ist diese Energie mit einer Königin der Scheiben und die Königin der Scheiben könnte eine andere Person in deinem Leben widerspiegeln. Ein Erdzeichen, Steinbock, Stier, Jungfrau wäre möglich. Diese Person kann aber auch aus einem anderen Grund Erdenergie mitbringen und so könnte es auch sein, dass du diese Person bist, ne? Die Königin der Scheiben ist eine Person, die schon bereits viel erreicht hat und oft auch bereits viel Wohlstand besitzt, ne?
Oder emotionale Sicherheit, Stabilität, Beständigkeit. Eine Person, die diesen Zustand sehr genießt, aber auch bewahren möchte. In manchen Legungen spiegelt die Königin der Scheiben einen stabilen Beziehungspartner wider, kann auch eine männliche Person sein hier, ne? Hier sieht man auch ein bisschen Reife und Weisheit, kann auch eine männliche Person sein, aber natürlich auch eine weibliche, einen stabilen Beziehungspartner oder einen treuen Freund, ne? Manchmal ist es auch ein Bürokrat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du etwas womöglich mit einer bürokratischen Angelegenheit zu tun haben könntest. Da sind die Scheibenpersonen natürlich ziemlich beharrlich in diesen Angelegenheiten. Beharrlichkeit. Aber das sieht mir hier doch recht vielversprechend aus, ne? Ich nehme das mit der Bürokratie zurück, denke ich, und kann mir schon in vielerlei Hinsicht vorstellen, dass du die Königin der Scheiben bist und jetzt bereit bist, etwas Wichtiges in deinem Leben zu ändern. Und diese Veränderung in deinem Leben wird dich tatsächlich zu deiner Wunscherfüllung führen. Du solltest dir diesbezüglich nichts einreden lassen, sondern das tun, was du für richtig hältst. Und an dich selbst glauben. Aber das ist natürlich auch manchmal, es ist leichter gesagt als getan, ne? Es gibt hier einen Umstand, aus dem du dich befreien möchtest. Und du bist auf jeden Fall in der Lage dazu, wenn du dich jetzt auf die richtigen Ziele, auf die richtigen Prioritäten konzentrierst. Und letztendlich sehe ich hier eine vielversprechende Entwicklung für dich in der Zukunft. Aber jetzt in dieser Woche könnte es noch ein bisschen belastend für dich sein. Aber der ein oder andere von euch wird im Laufe dieser Woche ein Fenster für sich sehen, eine Möglichkeit, aus diesem belastenden Umstand heraus auszubrechen. Wir schauen mal weiter. Und dann werdet ihr euch auch schnell davon wieder erholen. In der letzten Zeit habt ihr sehr viel Leidenschaft, Freude und Lebenslust erlebt. Und jetzt verblassen diese schönen Erfahrungen, ne? Und es wird ernster in dieser Woche. Aber in der Vergangenheit habt ihr das Leben voll und ganz genossen. Vielleicht hattet ihr auch Urlaub, ne? Vielleicht habt ihr euch das Leben einfach sehr schön gestaltet. Vielleicht spielte Liebe und Leidenschaft in der Vergangenheit eine besondere Rolle für euch, ne? Ich sehe hier, dass ihr hier sehr beherzt und lebensfreudig, lebensbejahend an die Sache herangegangen seid, ne? Und hier sehr schöne Erfahrungen gesammelt habt. Oh, wow. Das ist hier die gleiche Karte, ne? Stark. Sehr stark, muss ich schon sagen. Ihr macht euch sehr bewusst Pläne über die Zukunft. Ihr wollt sehr bewusst einen neuen Weg gehen. Hier gibt es Zweifel, ob ihr Erfolg habt auf diesem Weg. Das kann eine Illusion sein, ne? Aber gleichzeitig gibt es hier eine Notwendigkeit zur Veränderung, ne? Es gibt hier irgendwie eine Situation, die euch belastet. Ihr müsst euch verändern. Es ist ein bisschen ein Druck da auch. Und das kann gut sein. Es ist ein gutes Zeichen. Und diese Karten zeigen ein sehr positives Bild von der Zukunft, ne? Es ist vielversprechend. Sehr interessant, ja. Etwas geht zu Ende und etwas Neues beginnt. Es ist Zeit, den alten Zustand loszulassen. Es ist Zeit einzusehen, dass dieser Zustand, der jetzt vorherrscht, für euch sich nicht mehr gut anfühlt. Jetzt einfach seinen Zenit überschritten hat und irgendwie der Vergangenheit angehört, ne? Und es lässt sich jetzt nicht mehr wieder aktivieren. Einige Aspekte dieser Vergangenheit lassen sich nicht wieder reaktivieren. Und es ist manchmal schwierig, das einzusehen. Es ist manchmal schwierig, hier loszulassen. Aber etwas Neues wird sich bald zeigen, ne? Etwas Neues wird kommen, was viel mehr Potenzial hat für euch, ne? Ich sehe hier doch eine Transformation in eurem Leben, ne, die sich gerade entwickelt. Ihr werdet auf einen Ritter der Schwerter treffen. Und dieser Ritter der Schwerter könnte ebenfalls wie ihr
ein Luftzeichen sein oder ihr werdet euch selber als Ritter der Schwerter erleben. Beides ist auch parallel möglich, ne? Beides kann gleichzeitig passieren. Der Ritter der Schwerter ist eben wie ihr auch ein Luftzeichen. Wassermann Waage Zwilling könnte sehr gut sein. Gerade mit Zwilling könnte das hier sehr gut sich auf beide Karten beziehen, ne? Oder Jungfrau. Ihr werdet auf jeden Fall dem Ritter der Schwerter begegnen. Und der Ritter der Schwerter, der macht sich einen Plan von seiner Zukunft, ne? Der überlegt sich eine Strategie, der geht strukturiert vor, der denkt sehr viel nach, beschäftigt sich mit komplexen theoretischen Umständen, Aspekten. Eine Person mit vielen Ideen, mit Innovationsgeist auch, ne? Ist auch ein Erfinder oder ein Entdecker, ein sehr kreativer Mensch, ne? Kann natürlich auch hier eine weibliche Person sein. Und wir schauen uns diese Person mal an. Vielleicht hast du es ja mit einem Feuerzeichen zu tun. Der Ritter der Stäbe ist ein Feuerzeichen. Schütze, Widder, Löwe. Vielleicht steht diese Person mit der Königin in Zusammenhang, besonders bei Widder. Oder Stier wäre das der Fall. Oder dieser Ritter der Stäbe steht in Zusammenhang mit dem Ritter der Schwerter, besonders bei Wassermann. Oder Schütze wäre dies der Fall. Vielleicht ist der Ritter der Stäbe auch eine Facette von dir, denn hier diese Karte hier, die ja immer noch nachwirkt, ist Feuerenergie, ne? Und vielleicht, liebe Waage, hast du dich selbst als sehr feurig in dieser und dynamisch in dieser und leidenschaftlich natürlich in dieser Vergangenheit gefühlt und du sehnst dich dann womöglich nach diesem Zustand wieder zurück, nach dieser Seite an dir, ne, die du da wirklich sehr gut ausleben konntest. Vielleicht bist du hier aber auch ein Feuerzeichen begegnet. Vielleicht bist du hier der Ritter der Schwerter, denkst an diese Feuerperson. Oder ist es andersrum, ne? Gerade wenn du es mit Zwilling zu tun hast, denkt diese Person vielleicht an dich als Ritter der Stäbe. Eben aufgrund dieses Einflusses von dieser Karte hier, ne? Viele Facetten, viele Interpretationsmöglichkeiten sind hier denkbar, denn eure Leben sind alle individuell, ne? Und natürlich habt ihr es mit unterschiedlichen Menschen zu tun. Auf jeden Fall zeigt sich hier, also ihr könntet im freundschaftlichen, romantischen Verhältnis zueinander stehen oder eben auf der Arbeit oder familiär. Auf jeden Fall sehe ich hier, viel positive Geselligkeit, ne? Viel angenehme Geselligkeit, dass ihr sehr gut miteinander zurechtkommt, auch auf so eine offene und einfache Art und Weise, eine entspannte Art und Weise und dass euer gutes Verhältnis auch so ein bisschen ansteckend ist, ne? Ihr viele Leute anzieht und es einfach sehr lebendig um euch herum ist, ne? Sehr gesellig. Ich sehe hier viel Geselligkeit, heitere, angenehme Geselligkeit und die schenkt dir auch wieder ein Stück weit dieses Gefühl der Lebensfreude, ne? Und lässt dich deine Zweifel auch ein wenig vergessen. Ja, in vielerlei Hinsicht läuft dein Leben gut, ne? Die Königin der Scheiben hier, ne, zeigt, dass du doch recht viel Wohlstand dir aufgebaut hast in der letzten Zeit und dir das in dieser Woche sehr bewusst wird. Oder dass sich eine andere Situation oder überhaupt deine berufliche Situation jetzt beruflich positiv entwickelt. Oder eben deine Beziehung, deine Familie, deine familiären, freundschaftlichen Beziehungen, dass die dir viel Stabilität und Halt schenken und sich geborgen und geborgen anfühlen einfach, ne? Dir ein schönes, angenehmes Fundament schenken.
sich gerade jetzt positiv auswirken. In dieser Karte bekommst du auch viel Lob und Anerkennung für die Mühe, für den Einsatz, den du in der letzten Zeit geleistet hast. Und es kann auch sein, dass sich dein Status erhöht. Also du bist in einer komfortablen Situation. Es ist natürlich schwierig, wenn man in einer komfortablen Situation ist und einen Wandel erlebt, möchte man natürlich auch an dieser Stabilität festhalten, aber diese Transformation, die du jetzt erlebst, ist notwendig für dein persönliches Wachstum und für dein zukünftiges Glück, ne? Denn die Dinge sind natürlich immer stetig am sich verändern und man kann auch Positives nicht festhalten. Das Positive, das Leid geht natürlich auch vorbei, ne? Also, aber das Positive kann man leider, daran kann man sich nicht klammern. So eine Gefahr sehe ich hier ein wenig bei dir, weil halt vieles sehr, sehr positiv ist, ne? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du eigentlich auch in mancherlei Hinsicht es nicht so begrüßt, jetzt Veränderungen zu erfahren. Trotzdem kann ich dir sagen, dass dir das sehr gut tun wird, ne? Dass sich Positives daraus entwickeln wird. Wir schauen mal weiter. Ja, und vielleicht wird dir das auch klar werden im Laufe der Woche. Ich würde dir empfehlen, das heitere Miteinander zu suchen und hier vielleicht auch offene Gespräche mit den Menschen, die dir nahestehen, zu pflegen, ne? Und vielleicht kommt hier wirklich ein sehr dir erhellendes Gespräch heraus. Vielleicht klärt sich dadurch etwas für dich auf. Vielleicht wird dir dadurch klar, was jetzt noch besser werden kann oder um welches Thema diese Transformation jetzt geht, was hier transformiert wird und in welche Richtung du gehen kannst und in welche Richtung du wirklich gehen möchtest, ne? Was eigentlich alles möglich ist. Also eine gute Idee zeigt sich hier, eine Idee, wodurch dir einiges klar wird, wodurch du mehr Gewissheit auch bekommst, ne? Ja, und du sehnst dich auch ein Stück weit nach Veränderung, ne? Nach persönlichem Wachstum. Deine Situation hat sehr viele positive Aspekte, die dir Sicherheit und Stabilität schenken. Es hat aber definitiv auch etwas Belastendes, ne? Und deswegen ist es halt gut, dass es sich verändert. Und in gewisser Hinsicht wirst du das auch als gut empfinden, ne? Und du sehnst dich auch nach mehr Handlungsspielraum, nach mehr Selbstverwirklichung, nach danach, dass die Dinge, die da sind, sich positiv weiterentwickeln, ne? Dass sie aufblühen, mehr Raum einnehmen können in deinem Leben, die schönen Dinge natürlich, und sich positiv weiterentwickeln. Ja, zum Wochenende bist du schweren Gedanken ausgesetzt, ja, negativen Gedanken, Kopflastigkeit, Schwere, gedankliche Schwere. Ja, diese Situation, in der du dich befindest, könnte doch schwerer auf dich lasten, als du denkst. Und dir gerade zum Wochenende hin schlaflose Nächte bereiten, ne? Vielleicht hast du wirklich auch ein schlechtes Gewissen, einen gewissen Weg ganz bewusst einzuschlagen, den du aber auch irgendwie einschlagen möchtest. Vielleicht gibt es hier Vorwürfe, mit denen du dich quälst, oder andere negative Gedankenmuster, negative Glaubenssätze, die sehr präsent dann zum Wochenende hin wirken können. Aber liebe Waage, du hast einen klaren Verstand, du schaffst hier Ordnung, Balance und Gleichgewicht. Ich glaube, die Probleme müssen hier noch ein bisschen schlimmer werden auf der gedanklichen Sphäre, damit du sie auflösen kannst. Es ist hier wichtig, Ordnung in deine Gedanken zu bringen und die Gedanken von denen zu trennen, die hilfreich sind und die einfach nur noch dich selbst verletzen. Und eben die hilfreich sind und konstruktiv sind und die dir helfen, deine Ziele zu verwirklichen. Ja, ich sehe hier einen Transformationsprozess für dich,
der sich im Laufe der Woche entwickelt und vielleicht auch noch weiter darüber hinaus Zeit braucht, der aber vielversprechend werden kann. Was haben wir? Sicherheit für dich und deine Liebsten. Deine Situation ist stabil, ne? Das habe ich ja hier auch gesehen. Und das ist schon mal ein klarer Vorteil. Geben statt nehmen. Und das ist auf das Mitmenschliche hier bezogen, ne? Deine Mitmenschen können dir in dieser Woche sehr helfen, weil sie dich auf eine neue Idee bringen werden. Aber es ist womöglich notwendig, dass du auf diejenigen Personen zugehst, ne? Und dass du hier erstmal für eine heitere, angenehme Stimmung sorgst, was du auch gut kannst, ne? Und daraus werden sich interessante Gespräche entwickeln, die eben zu einer erhellenden Idee führen und dir dann womöglich auch in dieser Situation hier weiterhelfen können. Ja, hier geht es um Vorwürfe, ne, die man sich selbst macht oder auch jemand anderen macht, ne? Komplexe Gedankengänge, die auf sich lasten, alte Konventionen, alte Meinungen, veraltete Wertvorstellungen und vor allem negative Glaubenssätze. Aber ich bin mir sicher, liebe Waage, dass du einen Umgang mit dieser Energie finden wirst. Liebe Waage, ich wünsche dir eine gute Woche. Einen positiven Wandlungsprozess, viele positive Erfahrungen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.